geil ist das denn? Lecco mio, bin ich heiß. Ruhig, morgen geht's los. Darts-WM in London. Ali Pelli ist angesagt. Der Mann kommt frisch von seiner Road to Ali Pelli, hat eine Menge erlebt und wird noch mehr, wahrscheinlich noch mehr erleben in den nächsten zwei Wochen. Elmar Paulke von Sport 1. Elmar, ihr habt eine Menge vor, kann man ja ruhig mal sagen, rund um die Darts-WM. Mehrere 100 Stunden am Stück, oder wie muss ich mir das vorstellen? Also es ist eine Menge, was ihr vorhabt. Ja, wir übertragen so viel wie noch nie. 92 Stunden live, ich glaube bis auf 6 Stunden haben wir alles mit dabei. Ich glaube, irgendwie, das ist die ganze Darts-WM, die ganze Übertragung, was Zuschauer betrifft, es wächst und wächst und wächst. Und wir hoffen natürlich auch seitens Sport 1, dass wir auch nochmal was draufpacken können, obwohl es im letzten Jahr schon sensationell gut war, was auch Quoten betroffen hat. Mal ganz kurz zur Einordnung. So ein Finale, da habt ihr schon 1 Million Zuschauer, ist das richtig? Im Schnitt. Wir waren in der Spitze bei 2 Millionen knapp. Das ist wirklich. Und wir haben damit auch fast diesen Spitzenwert fast verdoppelt. Also, das war im letzten Jahr schon außergewöhnlich. Aber auch natürlich ein Finale mit Taylor und Gary Anderson und mit 6-6 in den Sätzen, Entscheidungssatz. Da war schon ziemlich viel dabei. Da kommen wir gleich noch zu. Ja. Dann tauchen wir in den Sport ein. Aber es soll ja Menschen geben, die sich erst langsam Darts annähern. Was macht aus deiner Sicht die Faszination Darts aus? Weil ich kenne schon auch noch welche, die sagen, das sind dickbäuchige Männer, die Pfeile schmeißen, drumrum sind alle besoffen und die hauen sich doch auch den Arsch voll, bevor es losgeht. Da müssen wir ein bisschen aufklären. Ja. Ich glaube, die Faszination Darts ist ein Mix. Das ist ein Mix, und bei dem der Profiverband ganz bewusst mit vielen Kontrasten arbeitet. Also natürlich sind das da oben dickbäuchige Männer, die aus der Arbeiterklasse kommen. Was es so ein bisschen faszinierend macht, ist, dass die gefeiert werden wie Popstars. Und du hast das Konzentrationsspiel Darts und du hast eine grölende Fangemeinde im Hintergrund, die Fußballgesänge anstimmt, die wirklich Party macht. Das ist auch eine Verkleidet sind. Gerade jetzt im Ali Pelli. Das ist das Partyturnier auch letztlich so im Darts, ja. Und dann hast du Darts, ein Sport, der alle 2,5 Minuten und teilweise, wenn Van Gerwen und wenn die Top-Leute, die schnellen Spieler spielen, sogar noch früher Entscheidungen hast. Es ist spannend. Es ist 1 gegen 1 und das macht Bock. Es gibt ja Leute, die sitzen davor, gucken, haben sich noch nie damit beschäftigt, haben erstmal Probleme, das zu verstehen, von 501 runterspielen, mit einem Doppelfeld am Ende ausmachen. Wie lange hast du dafür gebraucht, richtig einzutauchen? Also wenn man dich auch in Kombination mit Shorty Seiler da kommentieren hört, ihr wisst ganz genau, welche Wege die jetzt gehen. Wie lange hat das gedauert, da richtig reinzukommen? Das hat schon eine Weile gedauert. Als ich das damals 2005 bei der WM 2005 zum ersten Mal gemacht habe, muss ich ganz ehrlich sagen, da war ich weit weg, jetzt auch gerade im Vergleich zu heute. Und dann haben wir das große WM-Finale 2007 gehabt zwischen Taylor und Van Barneveld. So im Nachhinein habe ich das auch noch gar nicht so richtig wahrgenommen, was damals passiert ist. Das war vielleicht das beste Match aller Zeiten. Das würde ich heute, glaube ich, noch ganz anders sehen und noch ganz anders kommentieren. Das dauert schon eine Weile. Und dann natürlich bis dahin, bis du die individuellen Wege kennst, bis du weißt, dass Mensur Suljovic unbedingt die Doppel-14 braucht, um seine Legs zu checken. Dafür brauchst du schon ein paar Jährchen. Ja. Wie haben die Leute, die Kollegen reagiert? Also ich weiß noch, als ich 2007 angefangen habe, Schlag den Raab zu kommentieren. Ist was anderes als Darts. Aber wobei Darts immer auch mal eine schöne Sache gewesen wäre für Raab. Da haben viele gesagt, hast du das noch alles? Das ist Kirmeskram, das ist Quatsch, du bist doch seriöser, ich seriöser Sportreporter, kannst du nicht machen. Wie waren die Reaktionen im Kollegenkreis, als du dann gesagt hast, ach, interessiert mich, mache ich? Dann ähnlich, also bin belächelt worden. Zum einen ist immer die Frage, auch ist Darts Sport? Das ist die erste Frage, und dann ist das, ja, wurde das nicht ernst genommen? Hat sich inzwischen sehr verändert. Wenn auch so eine WM läuft, schreibe ich viele Kollegen an und sagen, hat wieder Spaß gemacht, bin heute Abend wieder dabei gewesen. Aber die Anfangszeit ist dann schon so ein Schritt, wo du überlegst, mache ich das? Jetzt hast du bei Schlag den Raab ja auch, wo du weißt, dass da gucken sehr, sehr viele Menschen zu. Das wussten wir bei Darts, wussten wir das alle nicht. Ich habe mich entschieden, weil mich ja mehr fasziniert hat, wie begeistert die Jungs von ihrem Sport waren. Ich habe gar nicht die Begeisterung direkt teilen können und habe erst mit den Jahren verstanden, was es ausmacht und warum das so eine Anziehung hat. Für dich persönlich war das auch ein großer Schritt. Ja, ist tatsächlich so. Also auch für die Bekanntheit. Und das hättest du dann mal damals sagen sollen, der wird durch Darts durch die Decke gehen. Ich habe das erlebt, als ich in Düsseldorf bei einem Turnier war, wie wahnsinnig die alle sind. Und auch wie sie dich, ich will nicht sagen vergöttern, aber wie sie sagen, das ist Mr. Darts in Deutschland. Immer schwierig, über sich selbst zu reden. Aber ist das schon so, dass du das auch wahrnimmst, dass die Leute sagen, mit dieser Sportart werde ich
1:1 verbunden? Du bist ein hervorragender Tenniskommentator. Im Moment reden alle über The Voice of Darts, Elmar Paul. Es geht uns auch so, wenn ich dann Stadionsprecher bei Tennisturnieren mache, kommen die Darts-Fans zu mir und sagen, du bist doch ein Elmar. Das ist so. Das freut einen einfach. Also ich überbewerte das auch nicht. Ich glaube irgendwie, ich bin schon Teil des Ganzen. Und es liegt, glaube ich, auch daran, dass ich eine besondere Stellung habe, dass wir noch keinen deutschen Topspieler haben. Für viele Zuschauer bin ich vielleicht der, der so ganz nah auch an der Profiszene dran ist und der einen engen Kontakt zu, gerade zu den Top-Leuten hat, wie Taylor oder wie Van Gerven oder von Raymond van Barneveld. Und das macht vielleicht auch, dann ist auch vielleicht auch ein Grund, weshalb ich dieses Standing in dieser Darts-Gemeinde habe. Und viele haben diesen Sport ja auch ausgeführt und sind auch belächelt worden. Haben sie auch immer alle gesagt, das ist doch kein Sport. Inzwischen wird das ja angenommen. Und ich glaube, auch dafür sind sie mir irgendwie dankbar, dass ich vielleicht der Erste war, der im Fernsehen gesagt hat, das ist geil und das ist Sport. Und das ist übrigens Sport. Also das ist ein mentaler Sport. Und nichts anderes gilt für mich. Das ist mentaler Sport. Bist du auch wichtig für den Verband, für die PDC? Denn machen wir uns nichts vor. In allen Sportarten wird drauf geguckt, wo sind wirtschaftskräftige Nationen. Da gehört Deutschland logischerweise dazu. Dass du diesen Sport hier mit groß machst, natürlich wird das Fernziel sein, einen deutschen Spieler. Du hast es schon gesagt, vielleicht ist es Max Hopp, ganz nach oben in die Spitze zu bringen. Aber bekommst du das auch vermittelt, dass sie sagen, Mensch, toll, dass da jemand ist, der unserem Sport und uns damit hilft? Also jetzt vor allem halt mit der PDC Europe, dem Ableger der PDC, der sich um alles kümmert, was in Europa ist. Ja, ich moderiere diese Veranstaltung ja auch und ich glaube, die erkennen auch, dass Menschen mich verbinden, dass sie froh sind, mich dann auch mal auf der Bühne zu sehen und nicht nur die Stimme zu hören. Und ja, nicht. Ich habe so immer das Gefühl, ich bin Teil der Entwicklung Darts in Deutschland. Ich habe das Buch ja auch mal geschrieben und das macht es irgendwie auch facettenreich durch diese Aufgaben. Und das macht Spaß, einfach mitzugehen, ohne anfangs gewusst zu haben, dass so ein Erfolg kommen würde. Es hätte auch sein können, dass wir diese erste WM übertragen, Quoten nicht da und wir hätten alles wieder eingepackt. Das hätte ja auch sein können. Aber es lief anders und ja, das ist schön. Du hast den Kontakt zu den Topspielern schon angesprochen. Wir müssen uns das vorstellen. Ist es dann tatsächlich so, dass die, wenn du sagst, ich würde gerne mal mit dir quatschen in der Vorbereitung auf die WM, dass die sofort sagen, ja klar, Elmar, kein Problem, setzen wir uns auf ein Bierchen hin und quatschen ein bisschen? Ist es so? Ist so. Also vielleicht ist Phil Taylor so ein bisschen eine Ausnahme, an den kommt man nicht so leicht dran. Der ist auch nicht mehr abends dann mal noch unten an der Hotelbar. Hat der einen Manager? Hat einen Manager, ja. Ist das der Regelfall bei den Top-Leuten? Ja, die haben alle einen Manager, alle ein Management, die sich... vor allem auch darum kümmern, was für Turniere, was für Exhibitions, die organisieren diese Exhibitions-Tour, wo viel Geld verdient wird. An die kommst du ran. Das habe ich immer als das Angenehme im Darts empfunden. Die wissen auch alle, wo sie herkommen. Das ist die Arbeiterklasse und das vergessen sie auch nicht. Und sie wissen auch, dass sie dem Sport viel zu verdanken haben. Und die erkennen übrigens auch, dass Darts in Deutschland wächst. Das sehen sie an diesen Turnieren und wissen auch, dass es gut ist für die Entwicklung von Darts in Deutschland und damit ja auch für sich selbst, wenn sie diesen Kontakt halten. Und das ist sehr angenehm. Das haben wir im Fußball nicht, das haben wir in anderen Sportarten nicht, wo man sich schwer tut, mal an diese Jungs ranzukommen. Im Darts geht das. Du musst mehr Buschi TV gucken, da siehst du, es geht selbst mit Fußball-Weltmeistern. Okay. Ja, es geht, aber da muss man deutlich länger strampeln, um das irgendwie hinzubekommen. Auch da übrigens gibt es viele, die sitzen vor allem zwischen Weihnachten und Neujahr vor der Glotze und gucken Darts. Das ist wirklich ein Faszinosum. Nochmal ein bisschen zum Ali Pally. Du hast schon angedeutet, das ist die große Bühne. Es ist das Turnier, es ist ein traditionsreicher Ort. Die drehen alle am Rad. Wenn Steffen Freund im Teletubby-Kostüm im Publikum sitzt, dann wissen wir, was los ist. Wie kommt das, dass da so Karnevalsstimmung ist? Das ist ja niemals initiiert worden. Da war niemals der Aufruf seitens der PDC, bitte kommt kostümiert zu unseren Turnieren. Ich glaube, wie das manchmal so ist, das haben einige gemacht, dann fand man das lustig und dann kam immer mehr. Und es ist im Ali Pally wirklich so, dass da teilweise Gruppen von 40, 50 Leuten alle im identischen Kostüm da einmarschieren. Das ist für die wirklich ein Event, wo sie mit einem großen Freundeskreis hingehen. Und es wird ja in diesem Jahr, werden es ja noch ein paar Fans mehr sein. Man wird die Bühne auf eine andere Seite stellen, damit man mehr Leute reinbekommt. Man bleibt in dieser West Hall des Ali Pally. Wie viel sind es dann, wenn es ausverkauft ist? Es ist ausverkauft. Ja, wie viel sind dann da drin? Es waren bislang immer 3.000. Ich weiß noch nicht, wie die Kapazität jetzt dadurch erweitert wurde. Aber es werden, glaube ich, schon ein paar hundert sein, sonst hätten sie es nicht gemacht. 3.500 können wir mal von ausgehen. Ja, sowas, genau. Ja, und dann wird gerockt. Und dann ist die große Party angesagt. Und dieser Ali Pally, was ich immer mag, ist dieses, du bist in einem historischen Gebäude. Das ist ein Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, von 1870 zu Ende gebaut worden. Und dann kommt diese Partyvolk da rein. Das ist irgendwie, hat das was Begeisterndes. Ja. Lass uns zum Sportlichen kommen.
Wer ist dein Favorit? Also die großen Namen, Titelverteidiger ist Gary Anderson. Phil Taylor hat 16 Mal das Ding abgeräumt. Michael van Gerwen hat ein Monsterjahr hinter sich. Und dann gibt es noch, ach, das sollst du gleich erklären, aber da gibt es noch einige, die man auch auf der Liste haben muss. Gibt es den einen Top-Favoriten? Für mich ist das Michael van Gerwen. Du hast gerade gesagt, Monsterjahr, das stimmt tatsächlich. Die letzten drei Major-Turniere in Folge gewonnen. Und vor allem ist es beeindruckend, wie der, auch wenn er mal nicht sein Top-Niveau spielt, was schon ohnehin nur so selten vorkommt, dass er dann auch noch imstande ist, Rückstände zu drehen. Also der kann nicht nur das Match von vorne weg spielen, er kommt auch damit zurecht, wenn ich mal zurückliege und glaubt noch an sich, dass er die Partien gewinnen kann. Der wird ganz, ganz schwer zu schlagen sein. Meine einzige Sorge ist, dass ich nicht weiß, ob der auch bei der WM, also der hat jetzt so einen Lauf seit so vielen Wochen. Ich denke mir, kommt das Loch? Es kommt eine Krise. Wann kommt diese Krise? Kommt die vielleicht genau zur WM? Und da müssen wir abwarten. Aber ansonsten, wenn der das hält, was der bislang spielt, gewinnt er, glaube ich, die Weltmeisterschaft. Phil Taylor, ich habe es angesprochen, 16 Mal. Was für Finals waren dabei? Unfassbar. Kein gutes Jahr gehabt für seine Ansprüche. Ja. Wäre das nicht noch so ein krönender Abschluss einer unfassbaren Karriere, wenn er, wo es ihm kaum einer jetzt zutraut, das Ding doch nochmal rockt? Das wäre der Wahnsinn. Und Taylor ist in so einem Jahr, wo er zum einen noch kein großes Turnier gewinnen konnte, was ja wirklich für den ungewöhnlich ist. Der hatte ja mal Jahre, die genauso liefen wie bei Van Gerwen jetzt 2015, wo er eigentlich alles gewonnen hat. Und er ist in so einer Situation, wo er merkt, ich halte dem Druck teilweise nicht stand, ich bin dann nicht auf dem Punkt da, was ich so lange immer geschafft habe. Aber der beißt und kratzt und kämpft. Der hat an seiner Wurfbewegung jetzt wieder so ein bisschen gefeilt. Der hält jetzt den Dart wieder mehr vors Gesicht. Der hat an seinen Spitzen wieder kleine Veränderungen gemacht. Der schaut, wo er noch irgendwas rausholen kann, damit das vielleicht doch noch hinbekommt. Und der, natürlich träumt er von noch einmal einem ganz großen Sieg im Ali Pally. Und Erfahrung ist ein Wert, gerade auf der Bühne, ja, sollte man nicht unterschätzen. Gary Anderson, der Titelverteidiger, tolles Finale auch 2015, Trainingsfoul. Wir besprechen übrigens einige Spieler in den nächsten Tagen hier noch bei Buschi TV, wo wir uns intensiv mit einzelnen Charakteren beschäftigen, aber Gary Anderson würde ich schon hier jetzt auch noch ein bisschen intensiver ganz gern thematisieren. Als Titelverteidiger ein bisschen den Rahmen abgeschöpft dann in der Folgezeit, ist das so? Ja, ist so. Und das muss man sich wirklich vorstellen, du spielst am 4. Januar war das WM-Finale, der hat bis zum 26. Januar jeden einzelnen Tag mindestens eine Exhibition gespielt. So, was kann so jemand dann mit so einer Veranstaltung? Ja, genau, der nimmt Geld mit zwischen 7 und 11, 12.000 Pfund pro Exhibition, dann machst du halt mal 20 am Stück, da räumt er ab. Und da ist auch ein Management im Hintergrund, das natürlich das auch abschöpfen möchte. Und der hat nicht nur im Januar Exhibitions gespielt, er hat viele Exhibitions gespielt. Als Weltmeister heißt das einfach auch das ist nicht nur das Preisgeld, das du durch deinen WM-Sieg bekommst. Was wird es da dieses Jahr geben? Ja, wir sagen immer dieses Jahr, im Januar ist ja dann das Finale. Genau. Aber was bekommt der Sieger? Also WM ist so hoch dotiert wie noch nie mit 1,5 Millionen Pfund, also über 2 Millionen Euro. Und Sieger, wenn ich das richtig im Kopf habe, bekommt 300.000. Nicht so schlecht. Ist nicht so schlecht. Also sind immer so die Hälfte nochmal drauf, knapp 500.000 Euro. Ja. Also mach noch weiter mit Gary Anderson. Viele Exhibitions, weniger trainiert. Weniger trainiert, auch teilweise Pro-Tour-Turniere ausgelassen, also nicht alle Turniere gespielt. Der hatte eine richtige Formkrise im Sommer. Er wird besser, aber ihm fehlt, wie ich finde, noch die Konstanz. Der hat so viele kleine Aussetzer dabei. Darum war der auch jetzt zuletzt nicht mehr so ganz vorne mit dabei. Wenn der ein gutes Match spielt, ist er wie auf einem Niveau von Van Gerwen, finde ich. Aber er hat kleine Aussetzer dabei. Und die darfst du dir nicht mehr erlauben. Inzwischen ist die Tour so eng zusammengerückt. Du hast bestimmt 10 Spieler, die auch die Top Guns schlagen können, wenn die mal nicht ihr Top-Top-Niveau spielen. Dann nehmen wir jetzt mal so, ich nenne mal ein paar und muss nicht zu jedem Einzelnen was sagen. Das kommt, wie gesagt, später hier noch. Aber die mir jetzt spontan einfallen, wo ich sage, Obacht, da ja, kann was kommen, auch aus der Erfahrung heraus. Ich nenne dir jetzt mal Robert Thornton, Dave Chisnell, Adrian Lewis, zweimal Weltmeister, James Wade. Ich habe bestimmt noch einige vergessen, aber solche Namen. Auch so Michael Smith zum Michael Beispiel. Michael Smith, Raymond van Barneveld. Ist auch einer, absolut. Ja. Wer ist der Sleeper, wo du sagst, pass mal auf, der Weg kann ganz weit gehen? Das sind jetzt wirklich Namen, ich finde so, für mich ist so ein Lewis und ein Wade noch am nächsten dran an den Van Gerwen, sondern an Gary Anderson. Ich finde Chisnell, Smith, das sind alles Spieler, die werden die WM, glaube ich, nicht gewinnen, aber die haben ein Niveau, wo sie auch Top-Leute rausnehmen. Peter Wright. Ja, gut, dürfen wir nicht vergessen. Also auch, finde ich, einer, der es auch wirklich gewinnen kann. Mhm.
die sind saugefährlich für alle, die da vorne stehen und wirklich glauben, den Titel gewinnen zu können. Gegen die Jungs gehst du raus. Also ein Michael Smith hat in Deutschland ein 114er Average im Finale gegen Van Gerwen gespielt und ihn geschlagen. Die können also wirklich auch so ein Niveau spielen, dass selbst wenn Van Gerwen auch ein gutes Match, vielleicht kein sehr gut, aber ein gutes Match spielt, kannst du auch noch verlieren. Mhm. Und das macht es inzwischen so schwer. Und das, dafür musst du eine enorme Konstanz haben. Gegen diese Jungs darfst du keinen rabenschwarzen Tag erwischen. Dann bist du raus. Ich habe noch ein bisschen was zu diesen Typen, komme ich aber gleich zu. Lass uns noch Kategorie Spieler mit zwei aus dem deutschsprachigen Raum abschließen. Ja. Da ist zunächst der Österreicher Mensur Suljovic, ist 21 der Welt mittlerweile. Ja. Ist weit gekommen bei großen Turnieren. Wie weit kann der gehen? Da gibt es Leute, die sagen, das ist so ein Sleeper. Also vielleicht nicht für den Titel, aber vielleicht bei der WM ins Viertelfinale zu kommen. Glaube ich auch. Das ist wirklich, der hat jetzt ein Niveau erreicht und er kann auch ein Niveau auf der Bühne spielen, wo genau das passieren kann. Und wenn du bei dem World Grand Prix im Halbfinale stehst, da sind ja alle mit dabei, da bist du auf einer großen Bühne, da ist das TV mit dabei, dann hast du das damit auch bestätigt. Ich glaube auch dir selbst bestätigt. Das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, dass die Spieler wissen, ich kann das. Ich habe schon mal ein Viertelfinale gewonnen und ich bin schon mal so weit gekommen in einem Turnier. Mensur traut sich das inzwischen auch zu. Und das sagt er zwar in Interviews nie so wirklich laut, aber das tut er. Das strahlt er auch aus. Der hat den Sindelfink Van Gerwen geschlagen. Da hat er noch am Tag vorher auf der Bühne gesagt, ach, wisst ihr was, morgen haue ich den Van Gerwen weg. Dann lacht er zwar danach und tut so, als hätte er einen Witz erzählt. Aber er sagt das, weil er diesen ernsten Hintergrund hat und weil er an sich auch glaubt. Das wird sehr spannend, wie weit er kommt. Ja, und dann ist es, wir haben das schon thematisiert, es wäre so schön, auf sportlicher Ebene dann eben auch den Deutschen zu haben, der weit kommt. Wir haben ja dieses Talent mit Max Hopp. Ganz realistisch gesagt, was ist möglich? Er ist qualifiziert für die WM. Und normal freut man sich schon, wenn er eine Runde übersteht, sagt man schon, klasse. Was an mehr ist möglich? Ich glaube, realistisch ist, wenn man wirklich sagt, wenn er die erste Runde schafft, dann wird es schon ein großer Name sein, dann ist das schon klasse. Dann ist alles gut. Dann ist irgendwie so die Pflicht, glaube ich, für ihn selbst auch erfüllt. Alles, was mehr kommt, ist obendrauf. Ich glaube, der kann auch zwei Runden gewinnen. Der kann im Achtelfinale plötzlich mal stehen. Ich glaube, das hat er drauf. Und dann ist es wirklich einfach die Frage, bekommt er das so alles zusammen dann auch in dem Moment? Und hat er die Lockerheit, um das dann auch noch oben auf der Bühne leben zu können? Mir gefällt er auf der Bühne. Ich finde, er hat eine gute Präsenz auch. Und auch, ja, und ich finde, was er inzwischen auch besser macht als früher, er ist von seinen Emotionen her nicht mehr, er überdreht nicht mehr. Der wirft also 180 und der freut sich, aber das ist trotzdem, der bleibt so in seiner Zone drin, in diesem Level drin an Emotionen, das du brauchst, dass du auch gut spielst. Da war früher vielleicht, waren da etwas zu große Wellen noch so in seinem Auftreten. Darum, der hat das drauf, aber es sind natürlich auch Matches immer noch dabei, dann spielt er ein 85er Average, das ist dann auch gar nicht so schlecht, aber das reicht normalerweise nicht, um bei der WM dann eine Runde weiterzukommen. Und wenn das passiert, kann der auch in der ersten Runde natürlich ausscheiden. Vorsicht, was du jetzt sagst, die PDC schaut zu, immer wieder kommen Leute und sagen, hey, guck dir die Jungs an, die hängen sonst am Tresen rum, die hauen sich doch vorher ordentlich einen dahinter. Anders geht das doch gar nicht. Das ist ein Gerücht, mit dem, ich weiß gar nicht, das kann der PDC nicht recht sein. Das wird ja auch auf der Bühne kein Alkohol getrunken, die trinken alle ihr Wässerchen. Wie gehen die Jungs selbst damit um? Wie bewertest du das? Ich glaube, da muss man in den 80er Jahren anfangen. Ende der 80er Jahre bis 88 war Alkohol auf der Bühne erlaubt. Und das war ein ganz großer Grund dafür, weshalb irgendwann Sponsoren Interesse verloren haben, sich um Darts zu kümmern. Und dann haben ja die Weltmeister gesagt, weil sie die Angst hatten, dass sie nicht mehr ihrem Profi-Dasein leben können, wir gründen einen neuen Verband, einen Profiverband. Und das war dann letztlich die PDC 92. Und seitdem es diesen Verband gibt, gibt es auch das Alkohol und auch keine Zigaretten mehr. Auch das gab es in den 80er Jahren noch. Und da gab es die verrücktesten Szenen. Also WM-Halbfinale, Jockey Wilson will seinem Gegner die Hand geben und verfehlt die Hand und fliegt ins Publikum rein. Also das war Darts. Und die PDC achtet sehr genau darauf, dass das nicht mehr vorkommt. Darum gibt es den Dresscode. Die Jungs müssen in den Anzügen, Stoffhose da oben stehen. Man achtet darauf, dass das einfach in einem würdigen Rahmen ausgetragen wird. Ist ganz wichtig, das auch mal zu erklären, weil irgendwoher kommen ja die Gerüchte. Ja, für dich geht es dann morgen los. 92 Stunden hast du gesagt, Live-Übertragung. Braucht man da irgendwie, jetzt hätte ich fast gesagt, Aufputschmittel oder so, weil das ist eine lange, lange Strecke und du sitzt da am Mikrofon.
Oder trägt dich das einfach durchs Turnier, weil du sagst, es ist eine Cinderella-Story, Darts, auch hier speziell bei uns in Deutschland? Das ist schon ein Brett. 92 Stunden, das weißt du selbst, das sind viele Stunden. Also der Ingwer-Tee ist wichtig, auch für meine Stimme. Du musst auch wirklich aufpassen, dass du auch nicht zu überdrehst, die Stimme nicht zu sehr beanspruchst. Ansonsten hast du keine mehr ab dem Viertelfinale, das wäre schade. Das ist schon wirklich ein Marathon, den wir da gehen. Aber das ist so, du hast am Anfang Riesenlust, dann geht das Turnier los und dann bekommt das so eine Eigendynamik. Und wenn dann mal irgendwann der 28.12. ist, dann weißt du jetzt, irgendwie sind noch 4-5 Tage, dann sind die Achtelfinals im Gange, wer kommt ins Viertelfinale, dann lässt es einen sowieso nicht mehr los. Und wenn du dann noch die Sport1 WM-App hast und das alles begleiten kannst. Mach weiter. Hier wird sonst nie Werbung auf dem Channel gemacht. Nein, genau, dann ist das perfekte Paket. Ich glaube wirklich, aber inzwischen, das war in den ersten Jahren nicht der Fall. Inzwischen kannst du diese WM, die schaust du dir an, aber du kannst sie auch wirklich über sport1.de, über die App, du kannst sie so verfolgen, dass alle Wünsche erfüllt werden. Du hast inzwischen das Turniertableau, das du reingucken kannst. Das hatten wir anfangs nicht. Und dann haben wir das immer erklärt und dann redest du von etwas, wo du weißt, das kann der Zuschauer sich gar nicht vorstellen oder bildlich vorstellen. Das ist viel runder geworden. Ich glaube auch, das ist Grund, warum das so ein Erfolg inzwischen ist. Man lernt es auch sehr schnell mit. Wenn man ein bisschen intensiver zuschaut, dann lernt man sehr schnell mit. Ja, ich wünsche dir ganz viel Spaß. Ich weiß noch, ich habe mal einen Tag, habe ich mit dem Elmar mal ein paar Stunden mitkommentiert. Es ist ein Erlebnis, muss man auf jeden Fall sagen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Jetzt passiert das, was bei uns hier auf dem Channel natürlich als Weihnachtspräsent am 24.12. draufkommt. Das Rematch. Ich muss noch einmal darauf verweisen, vor 2 Jahren, ganz am Anfang des Channels, haben wir mal E-Dart gegeneinander gespielt. Da habe ich gewonnen. Wie, weiß ich bis heute noch nicht. Ich glaube, wir haben 54 jetzt, Pfeile. Jetzt so bescheiden. Ja, weil ich weiß, dass ich, und so wird es ja sein, beim Steel-Dart wahrscheinlich geringe Chancen habe, aber... Ich habe schon mal eine Probeaufnahme geworfen. Don't underestimate the heart of a champion, Elmar. Ja? Don't underestimate. Vielen Dank, viel Spaß bei der Danke WM. Dir. Und zu Weihnachten als Präsent das unfassbare Duell. Elmar Paulke, The Game of Darts in Deutschland gegen Frank Buschmann. Was freue ich mich drauf. Game on. Danke, Elmar. Danke. Tschüss.